Pilze als Power-Ups. Kann das sein? Yeah, hey, ein Leben. Yeah, hey, ein Leben. Mensch, ich habe übrigens gestern gesehen, dass ich meinen 3-Stunden Mario-Marathon, wo ich SMB3 durchgezockt habe, immer noch hab. Aber es fehlt halt der Ton. Ich könnte es also theoretisch hochladen. Und drüber kommentieren. Und lustige Mario-Musik einfügen. Ihr wart schon immer nervig. Ja klar, hau da mal 2 Pflanzen raus. Auch kein Problem. Bitte stirb. Ach du Scheiße. Banzai Bill. Ah, Banzai Bill. Ah, Reverse Bullet Bill. Banzai Bill. Das war so ein bisschen das Bullet Bill Level, kann das sein? Bullet Bill und Torpedo Ted. Stimmt, Torpedo Ted hat gefehlt. Haben wir in diesem Hack aber auch schon gesehen, den Torpedo Ted. Die haben alle so lustige Namen. Gehen wir weiter. Wir ziehen das jetzt alles easy durch. Irgendwas sagt mir, dass ich da rein muss. Nee. So nicht, Freundchen. So nicht. Komm da bloß wieder raus. Ich töten kann. Wuhu! Kommst du wieder? Kommst du wieder? Kommst du wieder? Nein, gut. Fett. Man kann damit 2 Steine auf einmal zerstören. Jetzt komm. Wir machen nicht den ganzen, denselben Scheiß wie gestern. Es passiert aber genauso wie gestern. Wir müssen nur noch einen Block wegkriegen. Und der unterste ist der schlimmste. Danke. Yay, Power-Ups! Was geht? Wollt ihr politische Diskussionen führen? Über Flüchtlinge und so? Ich nicht. Um ehrlich zu sein, die Tür, wohin führt die mich? Die macht wahrscheinlich alles klein, wa? So wie es im Original SMB3 auch ist. Geh weg. Nicht, dass mir das Ganze egal wäre, aber es äußern sich so viele Leute dazu. Warum? Irgendwas sagt mir, dass ich gerade so ziemlich das Gamepad kaputt gemacht habe. Der könnte theoretisch machbar sein. Ne, der könnte nicht machbar sein. Hä? Versteh's nicht. Muss ich da wirklich durch die Tür jetzt durch? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ach nee, ihr seid wirklich der letzte Dreck. Mir geht schon gleich wieder die Zeit flöten. Lol. Sagt es heute eigentlich noch jemand? Sagt heute jemand noch LOL? Ich weiß, dass Alex und ich meistens LEL sagen. Weil LEL cooler ist als LOL.
Ich muss dir hier einen Hit kassieren, ne? Ich bin ja Gott und so. Ah, Ziel. Mach keinen Scheiß. Yay! Mensch, wir sind wenigstens durch. Was sagt man dazu? Ich hab's drauf. Nicht. So, jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Ende von Welt 4 und gehen dann in Welt 5 über. Und ich habe ja so ein bisschen Angst. So, was das Spiel für mich noch so bereithält. So, ich habe da wirklich ein klein bisschen Angst. Weil wir hatten in Welt 2 jetzt schon Sachen aus Welt 8. Vom Originalen her abgesehen. Was hat Welt 8? Sachen aus Kaizo Mario? Also der Hack ist auf jeden Fall spielbar. Es ist kein Kaizo-Hack. Er ist auf jeden Fall viel zu einfach für einen Kaizo-Hack. Aber er ist an manchen Stellen einfach ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen doof. Für mich. Als Nicht-Mario-Spieler. Lass da ein Power-Up drin sein, danke. Weil dann ist der Hit mir auch egal. Ach du heilige Scheiße. Okay. Den Hit nehme ich dann halt. Kann ich da einfach so durch? Nee. Hey! Nee. Ja, komm, den nehme ich. Ach, klar, den musste ich jetzt nehmen noch, ne? Kein Item für mich. Wie schön, dass man hier auch Sachen größer gemacht hat. War nämlich im Schloss von SMB 3 in dieser Welt, glaube ich, nicht so. Also was heißt im Schloss? Das sind ja immer auf Schiffen. Ein Lavabecken. Es gefällt mir nicht. Achso, das kommt auch nicht mehr hoch. Oder was? Doch, es kommt... Hä? Kann ich da drauf einfach so stehen bleiben? Ja, kann ich tatsächlich. Okay, cool. Warum fahren die nicht ganz ein? Oh Mann. Duckjumps, ja. Duckjumps, liebe Freunde. Ein Gimmick, das das Spiel zwar gibt, aber nicht benutzt. Und hier regt mich der Hack schon wieder auf. ja. Was will man machen? Es ist ein ROM-Hack. Und es gibt halt Sadisten, die das halt ausnutzen. Ich habe Angst, dass mich gleich irgendeiner von denen erwischt. Nee, Mario, du sollst schon auf den abspringen. Jawollo, genau so. Du. Als ob... Wann kommt denn da jetzt bitte endlich die Boss-Tür? Ja, das kennen wir aus Welt 1 von SMB 3. Bom-Bom. Aha, komm schon, mach hinne. Ich habe die Vorspultaste auf meinem Gamepad leider nicht belegt. Weil ich sagen könnte, yay. Da warte ich halt lieber nochmal 100 Sekunden und mach den Bosskampf halt knapp. Versteht er, ne? Da rennen wir gleich hier hin. Man kann's auch übertreiben.
Nein. Fuck it. Zack, da bist du down, du Sack. Sag mal nochmal, was zockt denn ihr zurzeit so? Seid ihr gerade eher an der Konsole, seid ihr am PC, zockt ihr PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U oder doch lieber die ROM-Hacks? Piranha Hills. Das ist der Übergang zur Welt 5. Das hier sind Zusatzlevel. Was heißt Zusatzlevel? Die muss man halt machen, aber es ist noch nicht Welt 5. Nee, 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 nee. Und ich kann dich nicht zerstören. Warum kann ich die nicht zerstören? Du kannst die nur mit Eier zerstören. Na, das ist ja toll. Ich habe keine Eier. Also, ich schon. Mario vielleicht auch. Aber ich brauche Yoshis Eier. Das klingt alles so verdammt merkwürdig, aber es ist die Wahrheit. Bonus! Schön, dass man hier Super Mario All-Stars Sachen genommen hat. Och, leck mich. Na, 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 na. Tja, was würde ich denn hier für meine Blume geben? Blub. Na, 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 na. Gott sei Dank war da ein Power-Up drin. Da. Yay. Das fühlt sich gerade echt an wie so ein kleines Yoshi's Island Level. Nur mit Mario. Ah. Hup. Hup. Jetzt geht's hoch in die Wolkenwelt, hä? Ja, die Wolkenwelt. Ja, man kann da nicht durchspringen wie in SMB3. Fick mich. Einfach hart. Hey, wir haben den Stern gesammelt und kommen jetzt in die Wolkenwelt. Ins Warp-Portal. The Sky One. Och nee. Ich hasse dieses Lied. Und ich hasse diese Vögel. Und ich hasse wirklich alles, was in Yoshi's Island mit dem Setting zu tun hat. Nee, 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 nee. Das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Hep. Hep. Hep, hep. Nee, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Nee. Nee, das Spiel versteht's nicht. Ah. Oh, leck mich. Das One-Up nehme ich noch mit. Ah. Ja, mein Kommentarstil ist gerade ziemlich ruhig, weil ich mich versuche, so ein bisschen zu konzentrieren, wie man gerade eben an diesem Hit gesehen hat, der total unnötig war. Leck mich. Ich bin raus.
Lass mich einfach in mein Ziel. Lass mich einfach in mein Ziel. Yeah, ja. Bom. Ach, wunderschön, so ein Mario-Hack mit Safe State zu spielen. Es gibt nichts Schöneres. Und mit fetter Musik. Das ist mein Lieblings-Mario-Track aus SMB3. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist mein voller Ernst. Das ist doch ein dicker Hund. Kennt noch jemand diesen Film? Ich sag jetzt bewusst nicht, welcher das ist. Weil der Spruch, das ist doch ein dicker Hund, so ungefähr 10.000 Mal in diesem Film vorkommt. Sodass der Film unverkennbar ist. Und ich muss zugeben, der Film war eigentlich schon schlecht. Aber meinen Humor hat er sehr, sehr befriedigt. Weil es ist exakt mein Humor. Dummer, stupider... Arschfick... Humor. Leck mich. Oh, jetzt haben wir auf einmal ein Echo. Wo kommt das denn her? Sind wir in der Höhle gelandet oder was? Ja, ist ja super. Ja, der zündet. Er zündet, versteht er? Verdammt. Boah, shit. Da habe ich riskiert. Das funktioniert so nicht. Die Level gehen für SMB3 einfach zu lange. Wenn ihr euch mal die SMB3 Levels anschaut, die sind ultimativ kurz. Oh, da war jemand zu faul, immer wieder dasselbe zu machen. Vor allem, wir gehen die Röhre hoch, aber kommen unten raus. Und hat einfach die Zielmarkierung einfach copy-pasted. Also wenn man schon so viel Mühe in den Heck steckt, dann kann man ruhig das Ende auch mal verändern und nicht copy-paste machen und da einen Logikfehler reinbauen. Sodass du oben reingehst und unten rauskommst. Das hier ist jetzt mehr SMB1, so mit den fliegenden Layer 3 Jeep-Jeeps. Es ist auf jeden Fall SMB1, nicht SMB3. Mit diesen Brücken. Das war in SMB1 so. Es war Level 1-3, glaube ich. Ah. Mein erstes Let's Play Together mit Alex, wo das zu SMB1 entstanden ist, das gibt's noch. Das ist eins der einzigen Let's Plays, die es noch gibt, von dieser alten Qualität, die so unglaublich schlecht war von Ton, was Stimme und Spiel angeht. Aber es war einfach nur legendär. Dieses Let's Play ist ein Stück Geschichte. Ach so. Klar. Sowas ist auch nicht unfair oder so, weil man da nichts sieht. Yay. Nay. Och, leck mich. Doch am Sack. Jetzt ernsthaft? Ihr gebt mir ein SMB1 Level? Nee, es ist voll der Abklatsch. Es ist voll der Abklatsch. Nein, die Idee ist nicht. Aber schon zu oft gesehen, um ehrlich zu sein. Sowas ist ein Mario Hex alltäglich. Dann müsste hier auch irgendwo ein Leben sein. Hä? Tatsächlich. Wahnsinn. Er hat wirklich dran gedacht, oder sie? Ist ja klasse. Ja, die SMB1 trägt.